Ich will mir unbedingt ein BMW Coupé holen. Ich weiß aber nicht genau, soll ich den etwas älteren E46 nehmen oder den neueren E92. Und wenn ihr in der gleichen Lage seid wie ich, dann ist das genau das richtige Video für euch. Denn ich habe hier zwei BMW-Besitzer und die zeigen mir heute mal, welchen ich nehmen soll. Film ab! So Freunde, jetzt gucken wir uns die beiden BMWs mal auf der Straße an. Hier angefangen jetzt mit dem E46 330 Ci. Auch mittlerweile ein absoluter Klassiker, finde ich, Basti. Du, erzähl mal, Basti, wieso hast du dir den hier geholt und wieso sollte ich mir so einen zum Beispiel holen? Also ich stand auch vor der Entscheidung, hole ich mir einen E46 oder einen E92. Mhm. Und letztendlich habe ich mich für einen E46 entschieden, einfach weil er deutlich günstiger ist als guter E92. Ja. Und du hast riesen Möglichkeiten, um die Autos zu modifizieren. Es gibt Fahrwerke, Differentialsperre habe ich nachgerüstet. Es gibt fast alles für das Auto. Vor allem, genau, wo du es jetzt ansprichst, ne? Wenn man sich zum Beispiel die Nordschleife anguckt, VLN, RCN und sowas. Da sind ja so viele E46 dabei, die modifiziert sind. Also die sind halt mega krasse Rennautos. So E92 Coupés gibt es eigentlich kaum welche als Rennautos. Also ich habe E90s gesehen als Rennauto, aber kaum E92. Genau, auch Ersatzteile gibt es Unmengen für die alten BMW. Also echt super. Die haben zwar auch so ihre Macken, aber ist jetzt nichts, was die Welt kostet. Ja, klar, Auto. Klar. Vor allem, das ist jetzt hier Baujahr 2003, gell? Genau. Also eines der ersten Facelift-Modelle. Ah, okay, Facelift, genau. Genau. Sehr, sehr geil. Und das Gute ist, die Facelift-Modelle haben alle das 6-Gang-Getriebe. Ja, der davor hatte nur 5 sozusagen. Genau. Und die ersten 5 Gänge von dem Getriebe sind genau gleich übersetzt. Die haben bloß den 6. Gang dazu gemacht. Ah, okay. Das heißt, du kannst ungefähr vorstellen, wie sich dann der mit 5 Gängen fährt. Und es macht auf der Autobahn schon einen Riesenunterschied. Klar, und du kannst es auch wahrscheinlich mega spritsparend anfahren, oder nicht? Wenn du auf der Autobahn mit dem 6. Gang entlang tuckerst. Du, das Fahrwerk hier, das ist nicht Serie, oder? Und wir fahren jetzt hier durch die Ortschaft und das ist bockhart hier. Ja. Und das ist hier, glaube ich, nicht Serie. Erzähl mal. Sorry, das muss ich kurz wissen. Also es ist KW Clubsportfahrwerk. Aha! Nordschleifenfahrwerk. Genau. Aha! Also ich finde, kleine Fahrbahnunebenheiten nimmt das Fahrwerk richtig sanft auf, aber wenn es mal so größere Da waren ja richtige Löcher drin, gell? Dann schlägt es hart an. Hast du noch mehr gemacht hier bei dem Karren? Also beim Fahrwerk waren ja die Uniball-Dummlager dabei und an der Hinterachse habe ich auch Uniball-Dummlager. Oh, dann kommt nur ganz kurz gut. Hört ihr das, Leute? Das riecht sehr nach einer Sperre. Ja, genau. Sehr geil. Also Differentialsperre von Drexler ist hinten drin, driftet sich mega smooth. Ich habe mir schon fast gedacht, dass der Wagen nicht dafür da ist, zum Bäcker zu fahren und zur Schule zu fahren. Nee, nicht wirklich. Also und es ist halt auch irgendwie so ein riesiger Spagat, den das Auto jetzt macht mit dem KW Clubsportfahrwerk und der Sperre. Du kannst mega cool driften und gleichzeitig ist es auch mega schnell, mega agil. Klar, kannst du auf der Rundstrecke so ein bisschen so, wie schnell der einlenkt. Das ist unglaublich. Er ist echt mega flink, wenn man sich die Autos von heute anguckt, wie schwer die sind beim Einlenken. Du bist hier sofort da. Das ist echt auch. Es fühlt sich fast so an, als hätte so eine Hinterachslenkung. Das ist so schnell. Da bin ich auch mal gespannt, wie es nachher dann beim E92 aussieht. Ja. Nicht verkehrt, du eh. Ja, wir müssen auch mal im Sommer fahren, wenn ich die Semi-Slicks drauf habe. Ah, da haben wir ja nichts. Genau, wenn es richtig warm ist, dann. Dann so Kaugummi auf der Straße. Ja, also richtig gut. Geiler Scheiß. Das heißt, du hast gesagt, Driften und Rundstrecke. Also hast du so kann man im Grunde genommen beides machen? Eigentlich schon, ja. Also die Sperre ist jetzt ziemlich hart eingestellt. Mhm. Mit einem hohen Sperrgrad, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Also wegen den ganzen Geräuschen und so. Ja, klar. Ist halt im Alltag ein bisschen sehr nervig. Ja, genau. Aber
dafür geht er halt ordentlich quer. Ja. Halt Riesenvorteil. Und um jetzt ein paar Daten abzudecken, du sagst Driften, hat er genug Leistung, hat er genug Drehmoment, um ihn quer zu jagen? Also erstmal Leistung und Drehmoment. Genau, also der 3 Liter rein 6er mit 231 PS und 300 Newtonmeter. Okay. Geht definitiv gut, um damit quer zu fahren. Ja. Auf trockener Straße kommt es ein bisschen auf die Bereifung drauf an. Ja, klar. Und in welchem Drehzahlbereich du bist. Ja. Oder? Genau. Also du brauchst auf trockener Straße schon, musst du dich über 3.500 Umdrehungen befinden, dass du den Drift überhaupt einleiten kannst durchs Gas allein. Ja, ja. Aber bei Nässe und so, also da macht es auch einen riesen Spaß. So ein richtiger Kreiselräuber dann auch, ne? Geiler Scheiß. Sorry, ich habe dich vorhin schon eine ganze Weile zurück unterbrochen. Du benutzt den als Pendler? Also das Pendelfahrzeug? Ich habe gerade ein Studium begonnen und erst seitdem pendle ich eigentlich mit dem Fahrzeug. Geht das mit dem überhaupt? Also der Komfort leidet ein bisschen, aber es geht schon. Dafür sind die Sitze eigentlich ganz angenehm. Ja, die sind echt ziemlich angenehm. Das ist geil. Aber ich fahre jetzt auch nicht so weit. Also ja, okay, da geht's. Ja. Und ich kann den Verbrauch auf unter 9 Liter drücken. Also das ist geil. Ja. Das ist für so einen Karren eigentlich nicht verkehrt, gell? Dann fahre ich halt nur 120 auf der Autobahn, aber dann kann ich den teilweise mit 8,5 Litern fahren. Boah! Und das ist schon gut. Aus einem Sechszylinder. Geil. Ja, also normal habe ich so um die 10,5 Liter. Wenn du halt ein bisschen sportlicher fährst. Genau. Auch. Ja, okay. Manchmal auch 13. Boah, okay. Und was kosten die so, wenn man jetzt so, was würdest du schätzen, so, wenn man zwischen 50 und 80.000 Kilometer auf der Uhr hat? Zwischen 50 und 80.000, oh, da bist du schon so um die 10.000 rum. Immer noch? Auch? Immer noch, ja. Oh, okay. Also es gibt auch welche, die drunter sind. Aber die sind dann meistens ziemlich hergerockt, oder nicht? Also ich weiß, ich kann es schlecht beurteilen, in was für einem Zustand die sind. Ah, okay, ja, ja. Aber die Preisspanne ist recht groß bei deinen Autos auf jeden Fall. Ah, okay. Aber du sparst dir deutlich viel Geld im Gegensatz zum i92. Ja, klar, klar. Und wenn man das Geld dann wieder ins Tuning steckt, dann finde ich, hast du das geilere Auto. Ja, genau. Das ist geil. Ja, dann müsst ihr Leute da draußen eigentlich selber auch entscheiden, was ihr wollt, gell? Also das ist jetzt hier auf jeden Fall eine mega Spaßkanone. Ja. Das ist echt, also da vor allem, ich bin mal echt gespannt, wenn du dann auch die Semi-Slicks drauf haust. Mhm. Puh. Also da kannst du dann richtig ballern. Ja, ich finde so ein bisschen, ich merke das jetzt, wie ich hier fahre, so ein bisschen Leistung fehlt ihm, aber das macht einfach hier der Sechszylinder, das kannst du einfach weg, und vor allem mir gefällt dieses raue, dieses pure Fahren von dem Auto hier. Ne? Also Lenkung ist schön und direkt. Der Motor zieht super an, vor allem hier mit dem, ich liebe einfach dieses entspannte Röhren vom Sechszylinder, und dann auch noch kombiniert hier mit dem Getriebe. Oh, die Schwere. Und zum Klang vom Motor, ich finde, es ist richtig angenehm, wenn du gemütlich fährst und wenn du Gas gibst, dann hast du so ein angenehmes, schon leicht aggressives Fauchen. Ja, genau, das hört man jetzt hier. Ne? Schon geil. Boah. Ja. Mir fällt aber auch auf, um auf die Lenkung zurückzukommen, ich muss gar nicht viel einlenken, damit viel passiert an sich. Das fällt mir jetzt mal wirklich spontan so ein. Guck mal, ich muss nicht viel machen, damit der Wagen, ich lenke intuitiv mehr ein, als was nötig ist. Das ist wie so ein Formel-1-Auto. Schon geil. Also ich finde, es fühlt sich mega gut an und er setzt sich so schön in die Kurve rein mit dem Fahrwerk jetzt. Ja, ja. Und also das Heck drängt so ein bisschen nach außen. Ja, man merkt wirklich auch, wenn man ein bisschen knackiger einlenkt, der will da hinten raus. Ja. Ne? Und genau das wollte ich halt auch. Ja, klar, endgeil. Und apropos Rennstrecke, also wenn du auf der Rennstrecke mit Helm fährst, dann hast du mit dem Schiebedach hier kaum Platz nach oben. Also Stimmt. Da kann ich dann nicht mehr perfekt im Sitz sitzen. Ja. Oder halt die Lehne zurück. Achso, ja, da kannst du kaum ins Lenkrad gucken. Ne? Genau, also das ist ein bisschen blöd. Ich würde mir keinen mehr mit Schiebedach holen, deswegen. Hattest du deine Wahl eigentlich nicht, ne? Nee, also der war ein super Zustand. Ja, klar, genau. Mein Gott, gehört das halt dazu. Ansonsten irgendwelche Problemchen, so, die auftauchen könnten? Was recht oft ist beim i46, ich hatte so alle 5.000 bis 7.000 Kilometer, dass die Hydrolager kaputt waren an den vorderen Querlenkern. Dann hast du ein Vibrieren im Lenkrad und beim Bremsen. Und das habe ich jetzt durch PU-Lager ersetzt. Ah, okay. Die Hinterachsaufnahme, alles PU-Lager. Ah, okay. Also nichts mehr austauschen. Genau, richtig. Für die nächsten 50.000 Kilometer. Das ist geil. Ja, alles sportlich. Also das Ding muss nur gut um die Ecke gehen, dann nicht zu viel. Ja, genau. Ja, und die Schaltwege hier,
Und die Pedalwege auch, die sind halt mega lang. Das ist halt, es geht zwar alles schön knackig rein, aber es ist nicht wirklich sportlich. Also wenn man da japanische Sportwagen fährt, die haben mega kurze Wege. Ganz kurz, ja, ja, klar. Das finde ich mega geil. Das fehlt hier ein bisschen. Könnte man wahrscheinlich nachrüsten. Ich glaube, es gibt da so ein Short-Shift-Kit, gell? Ich glaube auch. Ist auch die Frage, wie viel das dann bringt bei dem hier. Ja, stimmt. Genau. Jo, und damit würde ich sagen, ne, ich finde, dass der E46 wirklich ein cooles Auto ist. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt gehen wir mal zum E92 rüber. Dankeschön, Basti. So Leute, jetzt sind wir hier im E92. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Kenan mir erzählen wird, wieso ich hier den E92 kaufen soll. Der E46 hat schon einiges vorgelegt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wieso gefällt dir der Wagen so sehr? Und erzähl mal so, was sind so Sachen, was du an dem Wagen geil findest? Ja, also kann ich ganz weit vorne anfangen quasi. Ja, ja. Solange du nicht zu lange da warst. Nee, sorry. Ja, damals mein Cousin, der hat den E92 von seiner Mutter irgendwie damals gehabt, als er rausgekommen ist. Ich habe das Fahrzeug nicht gekannt davor. Also der stand auf einmal mit dem Auto da und ich habe den wirklich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, den E92. Und das war so der Moment damals, dachte ich mir, Alter, ganz ehrlich, das Fahrzeug schaut so gut aus, das will ich haben. Geil. Ja. Ich muss auch sagen, also zeitlos schönes Design. Mir gefällt er so unglaublich gut. Da muss ich ehrlich zugeben, der gefällt mir hier, der E92, besser als der E46 vom Basti. Also das ist schon echt ein Sahnestück, gell? Das stimmt, aber ich finde, E46 ist auch wirklich ein sehr schönes Auto. Und also gefallen mir beide. Mhm, aber damals wirklich, als er rausgekommen ist, 2006 war das, ich habe mich ins Auto verliebt und ich dachte mir damals schon so, ganz ehrlich, das Fahrzeug will ich haben. Ja. Und ja. Vor allem mir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch da draußen so geht, mir ist so der E92 in meinem Kopf geblieben, also das erste Auto, was mir aufgefallen ist, so als Jugendlicher, so als Coupé, als sportliches Coupé, wenn du den dann siehst, vor allem mit den Leuchten dann so, immer so, ich habe immer noch das so wie so ein Dachschaden fast schon, wenn ich den im Hintergrund im Rückspiegel auf der Autobahn sehe, da fahre ich immer freiwillig auf die rechte Spur. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, das ist halt ganz cool bei dem, weil der hat halt, wie gesagt, schon diese Standlichtringe. Und das ist halt dann jetzt das typische BMW-Gesicht. Das gab es halt beim E46 noch nicht, aber ich finde eigentlich beim E46, der schaut halt Classic aus. Ja, stimmt, genau. Und das ist schon richtig modern. Ja, ist moderner, genau. Klar, jetzt zu den F-Modellen. Sorry. Da passiert was, meine Damen und Herren. Boah, aber das ist auch wirklich ähnlich wie beim Basti, gell? Typisch BMW. Der Motor 6-Zylinder-Reihe ist. Der schnurrt da hoch, mega ruhig und dann das Getriebe hier noch dazu, finde ich geil. Das ist richtig geil. Vor allem muss man dazu sagen, bei dem E92, da gab es ja zwei verschiedene Motoren beim 330i. Da gab es einmal den mit seinem Zwischengas. Und mega leicht, finde ich. Ja. Andere Autos sind schwierig zum Zwischengas geben. Hier ganz gut anblippen und also da endgut. Was ich sagen wollte, es gab zwei verschiedene Motoren. Ich glaube den N52, der hat, glaube ich, der hat die Saugrohreinspritzung. Und dann gab es den N53 und das war dann schon der Direkteinspritzer. Ah, okay. Aber der N52, glaube ich, ist der bessere Motor, weil der halt einfach den besseren Klang hat. Und, und der hat nicht so viele Probleme wie der N53. Okay. Weil der hatte Induktoren und Hochdruckpumpe, keine Ahnung. Okay. Haben die irgendwie Probleme gehabt. Und bei dem Motor, ganz ehrlich, da musst du eigentlich nur einen Ölwechsel machen und vielleicht mal die Magnetventile tauschen, weil die ein bisschen irgendwie zumachen und nicht mehr so arbeiten, wie sie arbeiten sollten. Aber ja, ist nicht so teuer wie jetzt, wenn du Injektoren oder eine Hochdruckpumpe tauschen musst. Ja, klar. Und wenn wir schon dabei sind, was verbraucht der so im Schnitt? Ja, so wie ich ihn fahre, bist du so zwischen 10,5 bis 11 Liter. Ah, okay. Ja. Fährst du ihn im Alltag auch generell oder ist es mehr rein dein Spaßauto? Ich fahre mit dem Auto eigentlich so gut wie gar nicht. Echt? Nein, also es ist, ich... Recht? Ja, ich würde doch sowas hier niemals verpassen wollen. Ja, das stimmt, aber ich fahre den höchstens am Wochenende oder so. So ab 4000 Umdrehungen kommt er wirklich zum Leben. Boah. Ja, das ist halt typisch 6-Zylinder. Ja, gell? Halt richtig geil. Geil. Was hat er an PS? 272. Ja. Mit wie viel Newtonmeter Drehmoment? 320. Ja, ich meine, beim Saugmotor, klar, ist jetzt nicht wie beim Turbomotor, dass der
so viel Druck hat oder so. Ich meine, ich brauchst du das? Ich finde es geil, weil du hast... Ja, also was mir persönlich beim Turbomotor absolut nicht gefällt, ist einfach dieses Turbo-Dingsel. Loch? Achso, ja, okay. Ja, Loch, okay, gibt es auch, aber dieses Turbogeräusch, wenn du Gas gibst. Ja, wenn du jetzt vergleichst zum Beispiel... Blow off. Ja, ja, dieses... Ja, ja. Dieses, und hier ist einfach... Keine Ahnung. Genau. Hier hast du halt eine ehrliche Klangkulisse. Ja, stimmt. Und jetzt als Beispiel, wenn du den als 335 fährst, klar, der hört sich auch mächtig an. Ja, Performance-Anlage, klar. Kann man nichts sagen. Aber ich finde, persönlich gesagt, mir gefällt der Saugmotorklang besser als der Turbomotorklang. Sehr geil, ja. Aber natürlich 335, klar, sieht besser aus, wegen der Optik, Auspuff links, rechts. Mein Gott, aber ich finde, also find, dass der auch hier bombengeil ist. Ja, ja, ist geil. Mein, okay, so wie ich ihn jetzt gerade habe, ist vielleicht ein bisschen die Opa-Ausstattung. Also ich würde die Opa-Ausstattung auswählen. Weil ja, aber das würde ich... Weil ist wirklich, also ich will nicht sagen Sleeper, aber er ist nicht auffällig, aber genau. Schön. Und das ist so ein Punkt, also die meisten Leute denken sich halt, ja, pff, toll. Ja. Ja, also beispielsweise jetzt, wo ich hier, um mich nur kurz zu unterbrechen, wenn ich einen aktuellen M4 sehe, dann gucke ich so, ah nee, oder nehme ich fast schon weg. Und wenn der hier vorbeirollt, ne, ich gucke den bis hin, ich bin letztes Mal fast gegen eine Laterne gelaufen, weil ich den hier hinterher geguckt habe. Ja, krass. Ja, aber was ich sagen wollte, ist einfach zum Beispiel, du stehst jetzt irgendwo in der Ampel, okay, ich bin jetzt nicht so der Poser oder so, aber... Ja, ja. Wenn du halt immer so einen Typen neben dir hast, der halt ein bisschen Ärger machen will oder so, dann denkst du, oh, krass, weißt du? Ja, genau. Ja. Das, weil Wahnsinn. Ich hatte mal die Situation, also ich glaube, das andere war ein AMG, ich weiß es nicht. Na klar, okay, ist ein Achtzylinder, kann man nicht jetzt direkt vergleichen. Aber als er dann mein Auto gehört hat, als ich halt dann an ihm vorbeigefahren, nicht vorbeigefahren, vorbeigefahren, in der Stadt halt, du weißt, was ich meine. Ja, ja, er hat auf jeden Fall, du hast gesehen, er hat danach geguckt. Also ja, richtig okay. So, ja, dachte ja. Sich so, okay. Und das muss man erstmal schaffen, dass die AMG-Typen auch mal sich umdrehen. Ja, genau. Geile Scheiß. Ja, man, was ich halt einfach sagen wollte, ist, man erwartet nicht, dass dieses Auto so einen Sound schmeißt. Also ungelogen. Ja. Ich war selber beim Kauf überrascht. Ich habe mir den jetzt nicht gekauft, weil ich gesagt habe, boah, geil, ich brauche jetzt unbedingt den fetten Sound. Ich wollte einfach nur einen Sechszylinder haben. Ja, und war jetzt aber nicht so Ultrasound fixiert, klar, ein bisschen schon, aber jetzt nicht so krass. Und ohne Kack, ich war, nachdem ich das Auto gekauft hatte, weil ich bin während der Probefahrt und auf der Heimfahrt bin ich normal gefahren, ganz normal. Und irgendwann mal, wenn man sich halt dann mal mehr traut oder mehr machen will, nachdem man vielleicht auf seinen Fahrstil eingefahren hat, und als ich dann beschleunigt habe und Gas gegeben habe und den Sound gehört habe, dachte ich mir auch erstmal, was geht jetzt ab? Ja, ja, genau. Also man kann es ja immer nicht so vergleichen, wie im Video, zum Beispiel jetzt im Video, man hört das. Man hört nicht, das, man hört muss das, das, man muss das wirklich spüren. Ja, man muss so hinterm Auspuff sitzen und die ganze Scheiße ins Gesicht. Das ist dann echt, ist das ganz was anderes als in einem YouTube-Video. Vor allem, es kommt immer da welche Kamera und man muss das einfach mal live erleben. Genau. So, jetzt gibt's den Soundcheck. Können wir sagen, ne? E46, gib ihm. Da hat es rausgekotzt. Ui, gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, der E92 ist ein bisschen lauter, ne? Haben wir ja schon gehört. E92 und bitte. Eine ganze Hose ist jetzt nass. Vor allem, ich finde es echt cool, du passt ja auch auf die Autos hier auf. Ja, der Wagen voll, sieht halt super aus. Wirklich, also wenn ohne Witz, wenn du zu einem hingehst, der keine Ahnung von Autos hat und sagst, ja, der ist das Baujahr 2016, der wird sagen, ja, freilich. Ja, das stimmt. Ja, aber man muss auch sagen, also der Vorbesitzer hat auch seinen Beitrag dazu geleistet quasi. Mhm. Also, ja, und ich achte einfach drauf. Ich bin halt da ein bisschen penibel, sag ich mal. Ja, finde ich aber geil. Aber jetzt auch nicht übertrieben, also. Ich war jetzt, irgendwann fand ich hier so entlang, ne? Vorhin ultra laut, jetzt hört man einfach fast gar nichts mehr. Das ist eh so geil. Das ist geil an dem Auspuff. Oder halt bei dem Auspuff, bei diesem Motor. Mhm. Du kannst ihn normal fahren, sodass dich nicht nervt, und du kannst ihn aber sportlich fahren. Genau. Sodass du kannst ihn halt auf die Fresse geben, das ist immer geil. Ist geil. Ich finde das immer geil, wenn du Fenster unten hast und dann Gas gibst. Ja, genau. Ist echt gut, also es klingt einfach sexy. Geil. Und was kosten die Dinger jetzt so? Was schätzt du? Ja, das ist, also bei dem Markt ist schwierig, weil irgendwie den 330i als Coupé gab es scheinbar nicht so oft. Ich weiß es nicht, oder wird nicht gerne verkauft, weil die Leute ihn einfach behalten wollen. Ja, ja, klar. Weil zum Beispiel, du findest im Internet viel mehr 325 oder halt dann 335. Aber so das Zwischending, das
Weil die Leute einfach so. Wahrscheinlich deswegen, gar keinen Bock haben, die zu verkaufen. Also es ist schwierig, das zu so, so sagen wir mal, was schätzt du, ein guter mit, sagen wir mal, 50.000 bis 60.000 Kilometer, bist du da los, bist du da unter 20? Es kommt drauf an, es kommt auf die Ausstattung, ja, Zustand. Klar. Es ist schwierig, also man kann 20 sagen, du kannst mehr sagen, du kannst weniger sagen, keine Ahnung. Also, es ist wirklich schwierig. Ja, es ist aber eh immer Verhandlungssache. Ich meine, natürlich, klar, genau. Die Preise, die im Internet sind, das sind meistens eh immer Wunschpreise. So macht es jeder, weil jeder klar immer mehr will, als es eigentlich vielleicht wert ist. Genau. Ist einfach so, aber es ist ja dann Verhandlungssache. Und egal, ob es jetzt ein Festpreis ist oder Verhandlungsbasis angegeben, jeder will verhandeln. Ja, genau. Ja, von daher, es ist schwierig zu sagen, aber klar. Ein bisschen was kostet das schon. Ja, klar. Ja, so Leute. Kurze Zusammenfassung, ganz ehrlich, mir hat der E92 ein bisschen mehr überzeugt. Ich finde einfach, weil der Wagen auch ein bisschen neuer ist, mir gefällt das Interieur einfach etwas besser. Auch das Äußere ist einfach zeitlos, wie ich ja bereits gesagt habe. Deshalb würde ich auf den E92 zugreifen. Da ist jeder wirklich sich selbst überlassen. Ich finde auch, der E46 hat sich tapfer geschlagen. Echt geiles Auto. Es ist zwar in die Jahre gekommen, aber als Spaßkanone auf jeden Fall empfehlenswert. Dafür kostet er auch etwas weniger. Der E92 hier ist dann etwas teurer, aber ich wäre dann bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben und mir auf jeden Fall hier den E92 zu holen. So Leute, damit kommen wir ans Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben beide Autos richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden da hinten hat es auch Spaß gemacht. Lasst eine Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Autovideo. Bis dahin.